Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Montag, dem 12. Oktober 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 898 und heute habe ich die folgenden wenigen Themen bereit. Epic, Spotify Widgets, Microsoft Home Office und xCloud. Ich beginne zuerst mit Epic und Apple, logischerweise, denn die beiden sind sich ja aktuell bei Gericht am Hin und Her bekriegen. In einer weiteren Instanz hat jetzt Epic in dem Sinn Recht erhalten, dass sie weiterhin die Unreal Engine laufen lassen dürfen, somit auch diverse andere Spielehersteller sind gesichert. Was aber nicht gesichert ist, und das hat die Richterin ja schon von Anfang an gesagt, das Fortnite-Spiel für iOS wird auch bis zum Ende der Verhandlung nicht im App Store von Apple landen. Ja, da dürfen wir gespannt sein, wie lange da noch die Säbel gewetzt werden können, dürfen werden und oder müssen. Die armen Spieler sind diejenigen, die die Leidtragenden sind. Widgets unter iOS 14 sind, ja, entweder beliebt oder eben auch nicht. Im Geek Talk News-Format haben wir schon das eine oder andere Mal darüber berichtet. Jetzt ist anscheinend Spotify daran, seine eigenen Widgets auszutüfteln. Wie die ausschauen könnten, das sieht man im verlinkten Beitrag auf daily.tiktok.co oder im Shownotes oder Podcatcher von eurem Vertrauen in den Shownotes. Alle anderen, ja, müsst ihr nicht reinklicken, wenn es euch nicht interessiert. Weiter geht's mit Microsoft und HomeOffice. Nein, das ist nicht eine neue Version ihres Office oder Office Suite. Nein, Microsoft hat jetzt bekannt gegeben, oder besser gesagt, der Chef Satya Nadella, dass das Thema HomeOffice noch weitergehen wird. Und zwar bis im Januar des kommenden Jahres wird man weiterhin auf HomeOffice setzen. Ab dann wird es dann aber die Möglichkeit geben, dass noch zu 50% ein Leben lang, also dauerhaft, per Homeworking gearbeitet werden kann. Wer möchte und kann, der darf. Wer nicht will und nicht kann, der muss nicht. Finde ich eine tolle Entscheidung und bin gespannt, wie sich das dann auch in der Branche entwickeln wird in der nächsten Zukunft. Auch gibt's weiter Neues von Microsoft zum Thema Gaming. xCloud, der Gaming-Streaming-Dienst, welcher am 15. September drüben bei Android gestartet hat und nicht auf iOS wegen Restriktionen von Seiten Apple, der versucht jetzt einen neuen Weg. Ähnlich wie es Google mit Stadia schon versucht hat oder bisher aktuell am Testen ist, kommen die Spiele über einen Browser oder über verschiedene Browser-Versionen auf das eigene iPad oder das iPhone. Ich bin mal gespannt, ob sich das durchsetzen wird und wie das funktionieren wird, ob das auch so convenient ist wie eben über die App, aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Übrigens, kleiner Hinweis, das Daily-Format hier nutze ich immer wieder mal für den ein oder anderen Mikrofontest. Heute spreche ich mal über das Huawei P40 Pro direkt über ihre integrierten Mikrofone ein. Ich bin gespannt, wie ihr das findet. Wer mag, darf auch ein Feedback dazu dalassen über die Kommentare oder eben Social Media und wie ihr sonst immer macht per E-Mail. In diesem Sinne, besten Dank, euch einen schönen Wochenstart und ja, es ist mir klar, es ist dem Achim seine Woche, aber die ist aktuell so voll, dass ich direkt übernommen habe. Ich hoffe, ich schaffe es an jeden Tag. Bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.